Ni hao, meine lieben Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars. Leute, wundert euch nicht, ihr seht schon Search. Und zwar bin ich gerade auf dem Entwickler-Account von Supercell. Und heute werden wir den neuen Brawler Search testen. Im 1 vs 1 gegen jeden Brawler. Leute, lasst schon mal jetzt einen fetten Daumen nach oben für Supercell, die Ehrenaktion, dass ich überhaupt die Chance habe, auf diesen, also auf die Updates vor allen anderen zuzugreifen. Natürlich mit den anderen Tier 3 YouTubern. Und ja, wenn euch sowas gefällt und ihr nichts verpassen wollt, Leute, abonniert sehr gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Wie gesagt, es gibt auch jeden Tag ein Video und jeden Abend gibt es einen Stream. Sobald ich euch mehr Informationen geben darf über Updates, werde ich euch das verraten. Und ja, teilt das Video sehr gerne mit euren Freunden. Schreibt mal nach dem Video unten in den Kommentaren, ob ihr glaubt, dass dieser Brawler OP ist oder ob er ziemlich balanced ist. Ich würde sagen, wir reden nicht lange. Let's go! Bevor das Video losgeht, wollte ich euch nochmal ganz kurz sagen, ich bin hier mit dem Handy, ne? Das heißt, ich mache hier ein faires 1 vs 1, Leute, gegen Tanks. Natürlich werde ich auf Long Range machen, ist ja klar, dass Bull und der Boxer und so, die haben ja alle easy 2 Hits, 3 Hits, dann ist der neue Brawler tot. Deswegen werde ich bei Tanks auf Long Range ein 1 vs 1 machen und bei Long Range ist es ja egal. So, Leute, wir kommen jetzt mal zu dem ersten 1 vs 1. Ich würde sagen 3, 2, 1, go! Oh, oh, lol. Okay. Okay, ich würde sagen, Leute, Shelly hat definitiv das 1 vs 1 gewonnen. Und ich würde sagen, auf geht's zur nächsten Runde. So, Leute, diesmal gibt es ein 1 vs 1 gegen Nita. Und 3, 2, 1, go! Okay, das ist... Oh, mein... Oh, lol! Was? Das war ziemlich close, Leute. Das war echt ziemlich close. So, Leute, diesmal gibt es ein 1 vs 1 gegen Colt auf Long Range. Immer hier kurz, ist ein bisschen schwer mit beiden gleichzeitig zu denken. Und 3, 2, 1, go! Oh, oh, und also unentschieden eigentlich. Und ja, ich will niemanden unentschieden. So, dieses Mal gibt es ein 1 vs 1 gegen einen Tank. Da bin ich mal gespannt. Ich würde sagen, 3, 2, 1, go! Oh, nee, okay, auf. Oh. Okay, nee. Nee, okay. Leute, da hat zwar Jesse sich eingemischt, aber da hat er definitiv Search gewonnen, Leute. Da hat er definitiv Search gewonnen. Dieses Mal gibt es ein 1 vs 1 gegen Jesse. Ich glaube, ich weiß schon, wer gewinnt, Leute. Aber das sehen wir ja. Ich würde sagen, 3, 2, 1, go! Oh, okay, da hat definitiv Search gewonnen, Leute. Wie gesagt, wenn ihr mich supporten wollt, denkt daran, meinen Creator-Code einzutragen. Würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und auf geht's zum nächsten 1 vs 1. So, Leute, diesmal machen wir ein 1 vs 1 gegen den guten Brock. Auf Range, natürlich, ne, ihr kennt's. 3, 2, 1, go! Oh, okay. Gegen Colton unentschieden und gegen Brocken unentschieden. Ich glaube, dieser Brawler bisher ist ziemlich balanced. Dieses Mal gibt es ein 1 vs 1 gegen einen Werfer, Leute. Werfer sind ja allgemein nicht so der Hit im 1v1. Das wisst ihr ja bereits aus meinen anderen Videos. Aber ich würde trotzdem sagen, 3, 2, 1, go! Oh, ja. Ein Unentschieden, aber im richtigen 1v1, denke ich, würde auf jeden Fall Search gewinnen. So, Leute, dieses Mal gibt es ein 1 vs 1 gegen ein Bow. Ja, ich würde sagen, 3, 2, 1, go! Oh, oh, da hat definitiv Bo gewinnen, natürlich auch, weil ich alle drei Pfeile getroffen habe auf Mini. So, Leute, diesmal gibt es ein 1 vs 1 gegen einen Werfer wieder, gegen Tick. Ich glaube, ihr kennt das Spiel, ne? Ich schätze, da ist auf jeden Fall gar keine Chance. Und let's go! Ne, keine Chance. Ist keine Chance. Dieses Mal gibt es ein 1 vs 1 gegen 8-Bit, Leute. Das ist ein sehr interessantes 1v1, weil 8-Bit auch ein bisschen mehr Leben hat. Ich würde sagen, 3, 2, 1, go! Oh, ja, okay, Leute. Da hat auf jeden Fall 8-Bit gewonnen, weil 8-Bit auch viel mehr Leben hat und 8-Bit macht auch sehr, sehr guten Damage. Leute, auf dieses 1 vs 1 bin ich auf jeden Fall mega gespannt gegen Ems. Auf Range, Ems wird ihn töten, aber ich glaube, vorher wird er gewinnen. 3, 2, 1, go! Oh! Wow! Wow! So, Leute, das ist der erste Tank, wenn ich mich nicht täusche, gegen den er jetzt kämpft. Auf Melee jetzt, gegen den Boxer. Ich würde sagen, 3, 2, 1, go!
Okay, das ist, glaube ich, eindeutig. Also gegen Tanks wird er auf jeden Fall Probleme haben. Da bin ich mir sicher. Wenn er nicht auf Distanz bleibt. So, diesmal gibt es wieder ein 1v1 gegen einen Werfer. Und Leute, ihr kennt das Spiel, ne? Ich denke, er wird gewinnen. Also der neue Brawler. Und Bali wird ihn trotzdem töten wegen der Pfütze. Ja. War klar. Und das hat auf jeden Fall der neue Brawler gewonnen. Oh, Leute. Ich hatte Glück. Ich bin das erste Mal endlich mal nebeneinander gespawnt. Und muss nicht 10.000 Kilometer gegen Bots laufen. Gegen den guten Kevin. Und ja, ich glaube, ne, ihr wisst, wer gewinnen wird. 3, 2, 1, go. Oh, ja. Also jetzt, Leute, klar, der Bot hat zwar genervt, aber ich sag euch ganz ehrlich, es war eindeutig auch, ne, wie vorhin bei Jesse. Und Leute, schreibt mal gerne in den Kommentaren, ob ihr wollt, dass ich das ganze Update euch zeige in einem kompletten Video. Also, ich nenne dann das Video sowas wie, ich zeige euch das ganze Update in einem Video. Also, wenn ich alles offiziell zeigen darf, schreibt es unbedingt gerne jetzt in den Kommentaren und schaut das Video auch gerne bis zum Ende an. Lasst einen Daumen nach oben, falls ihr es noch nicht getan habt, und auf geht's zum nächsten Brawler. Oh, dieses Mal kämpfen wir gegen die Boxerin. Das ist auf jeden Fall auch interessant. 3, 2, 1, go! Oh. Also ich weiß nicht, Leute, ich spiele hier mit dem Handy und mit dem iPad gleichzeitig, ne? Also ich muss echt sagen, ja, von der Geschwindigkeit her habe ich mir das auch nochmal angeschaut, ist auf jeden Fall fair. Und bei manchen Brawlern ist das immer safe, wo ich weiß, wird gewinnen. Zum Beispiel jetzt bei diesem Game dachte ich mir schon, dass die Boxerin gewinnen wird. Und schauen wir mal, wie die anderen Games werden. So, Leute, diesmal kämpfen wir gegen Rico auf Long Range. 3, 3, 2, 1, go! Oh, ups. RIP, Landy Lost. 3, 2, 1, go! Oh, Leute, da hat der neue Brawler mal wieder gewonnen. So, Leute, ich würde sagen, diesmal kämpfen wir gegen den Daryl auf Long Range. 3, 2, 1, go! Das ist auch ein sehr interessantes Matchup. Oh, das wird echt close. Oh, lol. Okay, das war doch closer, als ich dachte, Leute. Das war echt closer, als ich dachte. Dieses Mal gibt es ein 1 vs. 1 gegen eine Penny. Ich würde sagen, 3, 2, 1, go! Oh, oh, Leute, das war echt close. Das war ziemlich close. So, Leute, diesmal ein 1 vs. 1 gegen Karl auf Long Range. Ich würde sagen, 3, 2, 1, go! Oh, nee. Oh mein Gott, lol! Das war so close! Lol! Dieses Mal das 1 vs. 1 gegen Jackie. 3, 2, 1, go! Okay, das ist eindeutig. Da brauche ich nicht viel zu sagen. Jackie ist der Winner! So, Leute, dieses Mal ein 1 gegen 1 gegen Piper. Oh, ich habe das Gefühl, Piper kann gut abschneiden. Ich würde sagen, 3, 2, 1, go! Oh, lol, das war echt, das war ziemlich close, Leute. Ein Schuss mehr und Piper hätte gewonnen. Und damit hat er wieder dieses 1 vs. 1 gewonnen. Oh, okay, gegen Pam wird das ein interessanter Fight, Leute. 3, 2, 1, go! Oh, oh, nee. Leute, Pam mit der ersten Star Power hielt sich viel zu hart, ne, dass ihn der neue Brawler im 1 vs. 1 besiegen kann. Diesen Fight hat auf jeden Fall Pam gewonnen. So, dieses Mal kämpfen wir gegen einen Tank. Ja, ich würde sagen, 3, 2, 1, go! Ah, okay, Leute, ist egal, Leute. Gegen Tanks, ne, wisst ihr selber, ist schwer. So, Leute, diesmal kämpfen wir gegen die Bibi, die gute Kneipenschlägerin. Schauen wir mal, wie das läuft. Wir müssen weiter runden, weil sonst haue ich den weg und dann kommt Bibi gar nicht mehr dran. So. Ich würde sagen, 3. Ups, so. So, runter noch. Mal kurz hochheilen und jetzt. Ich würde sagen, 3, 2, 1, go! Oh, oh, lol, die Kneipenschlägerin gewinnt. Aber ihr Leute, ihr wisst Bescheid, die Bibi hat auch mehr Leben und ja, auf zum nächsten Mal. Dieses Mal gibt es ein 1 vs. 1 gegen die Biene. 3, 2, 1, go! Okay, das ist keine Chance, das ist keine Chance. Selbst mit der zweiten Star Power hätte Bibi null Chance. Oh, Leute, diesmal kämpfen wir gegen Nani. Leute, haut mal jetzt, wenn ihr das Video bis jetzt angeguckt habt, ein Hashtag Nani raus. So, hier ist ein... Och, nö, nö.
Leute, wisst ihr, wie oft ich schon gestorben bin? Weil ich spiele ja, wie gesagt, mit zwei Geräten gleichzeitig und muss auch gleichzeitig laufen. Und dann kommen immer diese Bots. 3, 2, 1, go! Oh, Leute, Hashtag Nani in den Kommentaren. Nani, bester Brawler, ne? Hat den Brawler easy weggeklappt, rechts, links. Dieses Mal ein 1 vs. 1 gegen The Grudge of the Night. Let's go gegen Mortis. 3, 2, 1, go! Yo! Mortis hat gewonnen. Oh mein Gott, Leute. Ziemlich close. Mortis hat gewonnen. So, dieses Mal gegen Netara. Das ist sehr interessant. 3, 2, 1, go. Okay. Okay, daher habe ich tatsächlich gedacht, dass Tara auf jeden Fall gewinnen wird. So, Leute, das 1 vs. 1 gegen Jean ist jetzt am Start. 3, 2, 1, go! Oh. Okay. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Ein Unentschieden, Leute. Das war ein sehr, sehr faires 1 vs. 1. So, Leute, dieses Mal ein 1 vs. 1 gegen Max. 3, 2, 1, go! Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war ein sehr, sehr knappes Game. Dieses Mal ein 1 vs. 1 gegen Mr. P. Da bin ich mal auch gespannt. 3, 2, 1, go! Oh, ein Unentschieden. Oh. So, Leute, gegen Sprout ist ein Werfer. Ist eigentlich obvious, wer gewinnen wird. Ja, ist obvious. So, Leute, Chromatik gegen Chromatik. Na, mal schauen, wer gewinnt. Ich hoffe, der Bot greift mich nicht an. Okay, never mind. Der Bot will. Okay, das jetzt. So, Leute, Chromatik gegen Chromatik. Im 1 vs. 1. Danach gibt es noch die Legendaries zum Testen. 3, 2, 1, go! Oh! Wait! Gale hat gewonnen, hätte ich nicht gedacht. So ein 1 vs. 1 gegen den guten Spike. 3, 2, 1. Unentschieden. Oh. So, Leute, diesmal kämpfen wir gegen den guten Crow. Leute, schreibt mal in den Kommentaren, wie findet ihr den Crow Rework, Leute? Ich feiere diesen Crow Rework mega hart, ne? Guckt mal an, wie geil der ist. Zieht euch den mal rein. Ich würde sagen, 3, 2, 1, go! Oh, Leute, okay, das war eigentlich klar, dass er gewinnt, ne? Das war obvious, dass er gewinnt. Und er stirbt von Crow. Leute, ich schreibe jetzt in den Kommentaren mal alle, wie findet ihr den Crow Skin? Und an alle, die jetzt irgendwas darüber schreiben, werde ich auch ein Herz geben, weil dann guckt ihr das Video schon wieder fast bis zum Ende an. Jetzt gibt es nur noch zwei Games und ja, oder drei? Zwei, glaube ich noch. So, Leute, 1 vs. 1 gegen Leon. Ich würde sagen, 3, 2, 1, go! Okay. Okay, Leute, Leon ist obvious. Melee sehr, sehr stark. So, Leute, das letzte 1 vs. 1. Ich würde sagen, 3, 2, 1, go! Oh, es war sehr, sehr close, Leute. Gut, ich würde sagen, das war's jetzt mit diesem Video, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr mich supporten wollt. Gerne meinen Creator-Code, würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und ja, teilt dieses Video, beziehungsweise meinen Channel sehr gerne mit euren Freunden. Und abonniert den Kanal kostenlos und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Wir sehen uns heute Abend oder morgen, wie jeden Tag, um 12 Uhr. Ciao, ciao.